Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Reise auf dem Jenissei flussaufwärts. Warum macht man eine solche Reise? Zum einen, um den Rohstoffreichtum der Russen etwas besser zu verstehen und auch um zu verstehen, wie man in dieser Unwirklichkeit leben kann, 300 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Man fliegt von Moskau aus ungefähr 5,5 Stunden nach Norilsk, meist mit Nordstar. Diese Gesellschaft gehört zu Norilsk Nickel. Der Service an Bord in der Business ist okay, die Flugzeuge sind gebraucht. Sehen kann man nicht viel. Die Taiga von oben, ein Geflecht von Sümpfen und kleinen Flüssen. Und dann landet man auf dem Flughafen Norilsk, der oftmals im Winter gesperrt ist. Von da aus geht es an den Industrieanlagen vorbei, des Kombinats Norilsk Nickel, in die Stadt hinein, die den Ruf hat, die dreckigste Russlands zu sein. Norilsk hat etwa 175.000 Einwohner, ist die nördlichste Großstadt der Welt, wie gesagt 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Erbaut wurde sie von Gulag-Häftlingen zwischen 1935 und 1956. Das Lager umfasste 70.000 bis 90.000 Insassen, die praktisch die Basis für den Reichtum dieses Kombinats Norilsk Nickel gelegt haben. In diesen Plattenbauten wohnen auch die 83.000 Mitarbeiter der Firma. Die Häuser stehen auf Stelzen, damit sie beim Auftauen des Permafrostbodens nicht in Schieflagen geraten. Und dieses schöne Gebäude mit dem weiß-blauen Zaun ist allerdings das Gefängnis. Von der schlechten Luftqualität haben wir glücklicherweise nicht viel mitbekommen. Es hat geregnet und es herrschte ein starker Wind und dann ist es erträglich. Die Stadt ist in den Außenbezirken so wie jede andere. Die Innenstadt erinnert ein bisschen an das neuere St. Petersburg und in der Tat haben beide Städte den gleichen Architekten gehabt. Hier das Hauptquartier von Norilsk Nickel. Man hat auch ein Opernhaus und dahinter steht das älteste Haus der Stadt. Es ist nicht mal 100 Jahre alt. Man kann sich vorstellen, wie dort die Besiedlung angefangen hat. Das Klima hier ist natürlich sehr hart. Nur Juni, Juli, August und September sind frostfrei. Ansonsten kann es bis auf minus 30 und minus 40 Grad runtergehen. Wie jede moderne Großstadt hat natürlich auch Norilsk seine Mall, wo es alles gibt, was das Herz begehrt. Und hier wird gut verdient, also gibt es auch relativ teure Geschäfte und teure Restaurants. Diese Mall hat im Übrigen ein großes Schwimmbad mit integriert. Das wachsende Bedürfnis der Russen nach Religiosität zeigt sich auch hier. Es gibt eine neue, recht schöne Kirche, die gut gefüllt ist. Und für die wenigen Touristen gibt es sogar Andenkenläden. Und dann fährt man wieder vorbei an den Industrieanlagen. Und dann geht es wieder vorbei an den vielen Industrieanlagen. Norilsk Nickel ist ja der größte Nickelproduzent der Welt, aber es wird auch Palladium, Platin, Kupfer und vieles andere gewonnen. Nickel dient im Übrigen der Stahlveredelung vor allem. In den Außenbezirken aber auch verlassene Anlagen und verlassene Wohnungen. Und dann kommt man zu einem Komplex, wo viele kleine Gedenksteine an die Gulag-Opfer erinnern, die aus den verschiedenen Gründen hierher kamen. Auch die Administrationsgebäude aus dieser Zeit stehen noch. Es ist ein ziemlich gruseliger Anblick. 120 Kilometer westlich von Norilsk liegt die kleine Stadt Dudinka, der Hafen am Jenissei, verbunden mit einer Eisenbahnlinie. Hier ein paar alte Loks,
und die erste Dampflok, die auf dieser Strecke unterwegs war. Die Stadt hat etwa 30.000 Einwohner, sieht nicht sehr schön aus, aber hat alles, was das Leben für die Leute dort lebenswert macht. Dudinka ist die Hauptstadt des autonomen Kreises Taimir, wo vor allem noch die Ureinwohner wohnen, Dolganen und Nenzen. Hier der Hauptplatz mit dem Kulturhaus und dem Blick auf den Hafen. Und hier gibt es auch ein sehr schönes Museum, das man sich unbedingt anschauen sollte, in dem die Kultur dieser Gegend sehr gut vermittelt wird. Reste eines Mammuts sind hier zu sehen, ein Walpenis, ein Diorama von einer Rentierjacht, natürlich Textilien und was nicht fehlen darf, ist natürlich der segensreiche Einfluss des Kommunismus auf die Urbevölkerung. Die hat sich in einem Kulturzentrum organisiert und führt den wenigen Touristen vor, wie sie früher gelebt haben. Hier werden wir Zeuge eines Rituals des Willkommens an einem stilisierten Zelt. Und im Inneren des kleinen Museums textile Kunst und Schnitzereien aus Rentiergeweihen. Die Tänze, die vorgeführt werden, sind original und originell, wie man sieht. Aber man kann vermuten, dass hier auch schon moderne russische Musik mit eingeflossen ist. Züchterfamilien leben in kleinen isolierten Häuschen, die von 8 Rentieren auch gezogen und an einen anderen Ort gebracht werden können. Drinnen ist es schön warm und gemütlich oder man hat Zelte, die auch geheizt werden können. Und hier zeigt man uns dann, wie man Fisch isst, nämlich kalt, gefroren und lecker. Wir schauen uns nun den Hafen an, der ja die Lebensader dieser Gegend ist. Von hier aus gibt es die Zugverbindung nach Norilsk und hier wird alles transportiert, was man benötigt und auch die Fertigprodukte werden natürlich hier zum Hafen gebracht. Hier sind auch 5 Schiffe beheimatet, die von Aker Yards in Warnemünde gebaut worden sind, von 2006 bis 2009. Sie sind 170 Meter lang und haben als Besonderheit 2 Brücken, wie man hier sieht, denn sie können auch rückwärts durchs Eis fahren. 1,5 Meter Dicke macht ihnen nichts aus, aber wenn es dann mehr Eis gibt, brauchen auch sie die Hilfe von Atomeisbrechern. Die Fahrt für diese Schiffe geht nach Archangelsk oder Murmansk, dort schließt man an das russische Eisenbahnnetz an. Wir begeben uns jetzt an Bord des Schiffes Matrosow, 1954 gebaut in Wismar, 96 Meter lang, 50 Mann Besatzung, 100 Kabinen, 250 bis 350 Passagiere, da gehen die Daten auseinander. Ein 3-Schrauben-Schiff der Rodina-Klasse, davon sind 49 gebaut worden und hier sieht man schon, es ist ein echtes Postschiff, da wird alles befördert, was die Leute so brauchen. Auf diesem Schiff gibt es natürlich keine Luxuskabinen, obwohl sie so ausgewiesen sind im Oberdeck. Die Kojen sind schmal, es gibt ein kleines Waschbecken. In den unteren Bereichen gibt es Bullaugenkabinen mit 4 bis 6 Passagieren, Gemeinschaftswaschräume und natürlich
sind die Gänge vollgestellt mit allerlei Gepäck. Auf der Tour nach Norden natürlich noch mehr, aber hier wird alles befördert. Was man in den kleinen Dörfern braucht, die ja keinen Anschluss an die Straße oder die Eisenbahn haben. Der Jenissei ist etwa 3500 Kilometer lang und durchfließt Russland etwa am 90. Meridian. Er entspringt nördlich vom Baikalsee, hat einen großen Zufluss, die Angara, die aus dem Baikalsee kommt. Und wenn man die dazu rechnet, sind es 5500 Kilometer. Der Fluss friert zu. In diesem Jahr ist er in Dudinka erst am 13. Juni aufgetaut. Ab Mitte September ist dann mit der Schifffahrt wieder Schluss. Hier eine Übersichtskarte über Jenissei und Angara. Die Matrossow und ihr Schwesterschiff brauchen etwa eine Woche für die Fahrt bis nach Krasnojarsk. Interessant sind dabei die Anlandungen. Manchmal gibt es keine Pier, dann kommen kleine Boote und befördern die Passagiere. Und das ist immer ein ziemliches Spektakel. Der Speisesaal auf der Matrossow für die kleinen Touristengruppen, die hier mitfahren und die eine Sondergenehmigung brauchen, denn Norilsk und Dudinka sind nach wie vor geschlossene Städte. Hier werden auch Vorträge gehalten. Das Essen ist sehr einfach, aber man verhungert nicht. Es ist typische russische Kost. Und wer noch einen Verdauungsschnaps braucht, bekommt den unten in der Bar ohne Probleme. Normalerweise hält das Schiff überall nur eine halbe Stunde. Hier macht der Kapitän mal eine Ausnahme, damit wir das Permafrostmuseum in Igarka besichtigen können. Da geht es bis zu 17 Meter in die Tiefe. Hier hat man die Experimente gemacht für die Gründung von Plattenbauten und hier werden auch noch weitere Experimente durchgeführt. Für die Touristen gibt es natürlich auch immer was zu sehen. Direkt daneben Reste eines Gulags mit eindrücklichen Fotos des Lebens bis 1996. Hier wurde ja auch der Versuch gemacht, die Stalinbahn zu bauen. Hier eine Karte des Projektes. Die Bahn sollte praktisch das Industriegebiet westlich des Ob mit dem Jenissei verbinden. Beim Tod von Stalin wurde das Projekt aufgegeben. Am nächsten Morgen dann Besuch auf der Brücke, altes Schiff mit moderner Technik, auch Seezeichen sind hier angebracht. Der Jenissei ist hier am Oberlauf sehr breit und manchmal hat man Probleme am Ufer überhaupt Siedlungen zu erkennen. Aber dann wird plötzlich das Beiboot ausgesetzt. Und es beginnt der Transfer hin und her von Fracht und Passagieren. Hier dient ein Traktor mit Anhänger als Landungsbrücke. Wie gesagt, die Matrossow mit ihren Schwesterschiffen ist in Wismar gebaut worden. Überall sieht man deutsche Beschriftungen, auch im Maschinenraum. Es ist ein Drei-Schrauben-Schiff, drei Dieselmotoren, insgesamt nur 1200 PS. Die
die Matrossow sollte eigentlich schon vor 7 Jahren ausgemustert werden, aber es gibt keinen Ersatz für sie. Hier wird in dem kleinen Ort Kureyka ausgebootet. Hier war Stalin von 1914 bis 16 im Exil. Hier gab es auch ein Stalin-Museum, das ist aber 1961 und dann zuletzt 96 zerstört und verbrannt worden. Der nächste Ort, Turuschansk oder Turugansk, ist auch ein alter Verbannungsort. Er hat heute noch 4600 Einwohner. Seit 1989 hat sich die Einwohnerschaft halbiert. Wir sind hier knapp südlich vom Polarkreis. Hier wächst schon einiges. Das kleine Dörfchen sieht recht grün aus. Es wird vielleicht wieder einen Aufschwung nehmen, denn seit 2009 wird hier westlich ein Erdölfeld ausgebeutet. Und das bringt einiges an Geschäft mit in dieses Dorf, was ansonsten ja nur von der Fischerei und von der Jagd lebt. Hier hat man ein altes Kloster, eine alte Kirche wieder restauriert und hier gibt es auch inzwischen wieder Mönche, die zum religiösen Leben beitragen. Die Kirche ist einfach, aber es gibt offensichtlich ein Bedürfnis. Weiter geht's und wir nehmen die Gelegenheit wahr, uns das Schiff einmal etwas näher anzuschauen. Die Details zeigen, dass es als ein sehr elegantes, vornehmes Schiff konzipiert war. Auch heute noch sehr schön, eine gut erhaltene Inneneinrichtung. Es gab einen Musiksalon, das Piano ist noch da, aber der Raum wird heute als Lager für die Post benutzt. Hier gab es früher einen Musiksalon, heute trainieren da die Matrosen ihre Muskeln. Und draußen könnte das Schiff ein bisschen besser instand gehalten sein. Ein bisschen besser sein könnte auch das Essen an Bord. Hier der Speisesaal der zweiten Klasse. Die meisten bringen sich ihre Nahrungsmittel mit an Bord oder kaufen sie dann bei dem kurzen Zwischenstopp. Ein hier Vorogovo, der nächste Stopp ein Kosakendorf mit ca. 2000 Einwohnern und sofort ist natürlich ein kleiner Wochenmarkt aufgebaut für die 30 bis 40 Minuten Aufenthalt des Schiffes. Hier gibt es alles, was in dieser kurzen Vegetationsperiode hier wächst, dazu selbst gebackenes und geräuchertes. Es grünt und blüht und das Dorf sieht jetzt im Sommer ganz aufgeräumt aus. Das Gemüse muss hier im Übrigen in etwa 10 Wochen reif sein. Dann geht die Sonne zwar nicht unter, aber es ist trotzdem eine kurze Zeit. Wir kommen weiter nach Süden und dann nimmt der Schiffsverkehr schon etwas zu, auch zwischen den Dörfern. Hier eine Raketa, ein Tragflächenboot neuerer Art. Die fahren mit 50, 60, 70 Stundenkilometern im Sommer und das sind 4 Monate von Dorf zu Dorf und zwischendurch auch immer Versorger und die ersten Boten der Holzwirtschaft. Nächster Stopp ist dann Jarzewo, auch wieder mit einem kleinen Markt. Was hier in den Gärten wächst, wird unten am Fluss verkauft. Aber wenn wir wieder ablegen, ist dann auch der Markt sofort wieder leer. Wir erreichen Jeniseik, eine bereits 1619 als Festung gegründete Stadt. Heute hat sie ungefähr 18.000 Einwohner.
Sie galt als eine sehr reiche Stadt und heute noch fallen die prächtigen Bauten, vor allem der Kaufleute, auf. Vieles ist verfallen, aber vieles wird auch wiederhergestellt. Leider hat man nur Geld für die Ziegelbauten und nicht für die Holzbauten. Die werden wohl für alle Zeiten verloren gehen. In den Außenbezirken hat man natürlich auch die üblichen hässlichen Plattenbauten errichtet. Wie sollte es auch anders sein? Und hier haben wir die Halbruine der früheren Druckerei. Es gab in der Hochzeit hier drei Tageszeitungen. Es wird alles sehr schön restauriert und soll einmal so aussehen. Hier werden die Erzeugnisse des Landes verkauft und das, was man vor allem aus Richtung Osten einführt. China ist nah und wenn man sich die Autos anschaut, sieht man, dass sie alles Rechtslenker sind, die meist aus Japan importiert worden sind. Die Stadt hat einige sehr schön erhaltene Kirchen bzw. restaurierte Kirchen, wie hier das Spasso-Kloster. Und dies ist eine Kirche, die Erlöserkirche, auf die wir nun hinaufsteigen und uns vom Turm aus eine Übersicht über die Stadt Jeniseik verschaffen. 350 Kilometer sind es noch bis Krasnojarsk. Wir gehen nicht wieder aufs Schiff, sondern werden von hier aus mit dem Bus weiterfahren, um noch die Gelegenheit zu nehmen, die Angara-Mündung zu sehen. In Reiseführern und Reiseberichten hochgelobt, das Privatmuseum dieses Ortes. Ich kann mich dem Lob nicht anschließen, es ist eine ziemliche Rumpelkammer. Das städtische Museum ist noch im Aufbau, es wird hoffentlich mal etwas besser und systematischer und zeigt dann auch etwas von der Kultur der Gegend. Wir machen nun noch einen kleinen Ausflug zum See Monasterski. Eine wahre Freude für Fotografen. Hier in dieser Gegend verlief auch mal der Versuch, den Ob und den Jenisej miteinander durch einen Kanal zu verbinden. Das war 1886. Viel ist davon nicht mehr übrig. Hier an diesem wunderbaren See ist auch eine kleine Kapelle. Ein beliebtes Ausflugsziel, wenn nur die vielen Mücken nicht wären. Wir kommen ins Zentrum der Holzwirtschaft Lesosibirsk. Von hier aus gibt es eine Stichbahn zur transsibirischen Eisenbahn. Und wir übernachten an einem Nebenarm des Jenisej, von wo aus man Ausflüge auf die Angara machen kann, den mächtigen Nebenfluss des Jenisej. Hier sieht man die mächtigen Flöße, oft mehrere hundert Meter lang. Russland ist ja mit 20 Millionen Kubikmetern der größte Holzexporteur der Welt. Hier wird vor allem Lärche, Kiefer, Zeder, Fichte abgeholzt. Pro Jahr werden 200 Millionen Kubikmeter neues Holz angepflanzt, davon werden nur 12% gefällt. Im Vergleich Deutschland sind es 80%. Die Flüsse sind manchmal so lang, dass sie sich nur mit Hilfe von kleineren Schleppern durch die Stromschnellen bewegen können. Wir machen es hier den Russen nach, die ja wahre Picknick- und Datscha-Meister sind und veranstalten ein schönes, leckeres Fischessen auf einer Insel im Fluss Angara. Weiter geht's durch landwirtschaftlich gut genutztes Gebiet auf die Stadt Krasnojarsk zu. Die ersten Häuser sehen ganz nett aus, aber Achtung, das ist das Gefängnis. Die Stadt hat ungefähr 1 Million Einwohner, wurde schon 1628 als Festung gegründet und ist eine Industriestadt spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, denn viel Industrie ist hierher verlegt worden. Es ist schön zu sehen, wie man hier den Sommerwind macht.
noch ein paar Eindrücke von dieser Millionenstadt, die heute vor allem von der Aluminiumindustrie lebt. Das Werk KRAZ ist das zweitgrößte der Welt, früher vor allem Maschinenindustrie. Wie in jeder russischen Stadt auch hier Pflichtprogramm, Museum des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Sehr interessant, was man über die Deutschen da zusammengetragen hat. Unter anderem ein interessantes Flugblatt, Stalin spricht. Und hier wird geübt für eine formelle Fahnenübergabe, das sind Studenten, die dies, wie uns gesagt wurde, angeblich freiwillig tun. In Krasnojarsk fährt man auf den Stadtberg, dort ist eine kleine Kapelle und jeden Mittag um 12 Uhr wird hier die Kanone abgefeuert. Von hier aus hat man einen besonders schönen Blick über die Stadt. Krasnojarsk liegt etwa auf der Hälfte der transsibirischen Eisenbahn zwischen Wladiwostok und Moskau. Hier der Bahnhof, Wartehalle, Schalterhalle und ein Blick auf die Fernzüge. Und hier gibt es noch eine Kuriosität, der geparkte Krankenhauszug mit angehängter Kirche. Das ist wohl einmalig auf der Welt. Er fährt dahin, wo sonst keiner mehr hinkommt. Wir machen nun noch einen Ausflug zum Stausee und zu der großen Staumauer. Hier steht eines der größten Kraftwerke der Welt, 6000 Megawatt, so viel wie 4 große Atommeiler. Und hier gibt es auch eine Kuriosität, nämlich eines der größten Schiffshebewerke der Welt. Über eine Rampe von 1,5 Kilometern fährt hier ein Trog in den Maßen 90 x 12 Metern. Langsam nach oben, angetrieben von Elektromotoren. Oben gibt es eine Drehscheibe und dann wird dieser Trog auf der anderen Seite der Staumauer ins obere Becken entlassen. Leider fährt dieses Monstrum nur noch wenige Tage im Jahr, wie uns gesagt wurde. Mit dem Blick auf die Staumauer und auf den nächtlichen Uhrenturm in Krasnojarsk verabschieden wir uns aus dieser Weltgegend. Jetzt sind es noch etwa 5 Flugstunden nach Moskau und noch mal knapp 3 Stunden bis nach Berlin. Schön, dass Sie dabei waren. Hoffentlich sehen wir uns dann bei der nächsten Reise wieder. Danke und auf Wiedersehen.